Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man in Jurassic World hackt. Und zwar ohne Probleme. Wozu einen braucht ihr dafür Lucky Patcher. Und am besten auch dieses Programm. Das nennt sich Game Guardian. So, ich zeige euch erstmal Lucky Patcher. Braucht ihr als erstes auf jeden Fall dafür. Und zwar, so, ihr startet Lucky Patcher, dann geht ihr auf Jurassic World mit Rechtsklick oder beziehungsweise wenn ihr ein Handy habt, dann einfach gedrückt halten, dann steht da Patch für In-App und Level Emulation, da drückt ihr einmal drauf, dann steht da Support Patch für Level Emotion, bla bla bla, drückt ihr einfach auf Anwenden. Jetzt patcht er. Und es kann sein, dass es gleich zu Fehlern aufkommt bei der App. Das ist nämlich ein Emulator für den PC und da kann es durchaus mal passieren, dass das Spiel sich einfach schließt oder der Emulator sich einfach schließt. Also nicht wundern. So, die ODEX-Datei wird erstellt. So, führt ihr ganz normal das Spiel einfach aus. Ach ja, und euer Handy muss dafür auf jeden Fall geroutet sein. Wenn ihr wollt, das zu routen, dann einfach gucken, wie es geht. Es gibt da so viele Programme. Ich habe mein Handy nicht geroutet, weil damit geht eure Garantie verloren. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn das so ist, ne? Also, so. Wir sind jetzt ganz normal im Spiel. So, und ihr könnt zum Beispiel mit den Lucky Patcher könnt ihr zum Beispiel alles kaufen, zum Beispiel Flugzeugpaket hier für, wird dann halt sofort gekauft. So. Na komm. Ihr seht, mein Emulator läuft nicht zu 100%, aber er läuft. So, dann das nächste ist, wenn ihr VIP haben wollt, geht ihr einfach hier drauf. Ich habe das jetzt schon in meinen, dann steht da halt, dass ihr VIP euch holen könnt. Drückt einfach auf ein Jahr, dann drückt ihr auf, Moment, ich zeige euch das nochmal eben. Dann geht ihr zum Beispiel auf dieses Pack. Also, wenn ihr VIP kaufen wollt, geht natürlich nicht auf das Pack, aber ich baue jetzt gerade ein Beispiel. Na komm. Na gut, auf jeden Fall steht da ja, wie ihr vorhin schon gesehen habt, einfach sichern, Einkauf sichern. Das macht ihr dann und speichert das auch am besten. Und dann habt ihr halt ein Jahr VIP. Aber wenn ihr das auf dem PC anwendet und ihr dann auf dem Handy geht, dann ist euer VIP weg. Also heißt, wenn du wieder auf dem PC gehst, ist es wieder da, aber ist es dann halt auf dem Handy, je nachdem wo du es geroutet hast, kannst du es benutzen. So, dann fragt ihr euch bestimmt, wie ich so viel bekommen habe. Ist auch ganz einfach. Ich zeige euch das einfach mal mit einem Beispiel. So, zum Beispiel, ich möchte jetzt ja, dafür muss ich eben die Brutkammer leeren. Moment. So einen mache ich noch weg. Na komm. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel, so, ihr geht einfach auf Markt und sucht dann einfach einen beliebigen Dinosaurier aus, den ihr mindestens dreimal habt.
So, ich mache das jetzt zum Beispiel mal bei denen hier. So, dann geht ihr einfach auf Game Guardian, wählt hier Jurassic World aus, drückt hier auf Suchen, gibt dann die 4 ein, also die Zahl der Anzahl, wie viele Dinosaurier ihr habt von der einen Karte. So, dann die World, dann geht ihr einfach auf Neue Suche. Jetzt sucht er. So, es schließt sich jetzt, bei manchen schließt es sich auch nicht. So, dann geht ihr einfach auf Beschwören, geht wieder zurück, geht dann wieder auf Amphibien. Also ich könnte das mit jedem machen. Wo hat sich denn jetzt mein Game Guardian versteckt? Ah, da. So, dann geht ihr einfach auf 3, weil ihr habt ja jetzt nur noch 3, dann geht ihr auf Verfeinern. So, ihr seht, er hat schon weniger gefunden, aber wie gesagt, ihr braucht mindestens 3 Stück, weil sonst klappt das auf jeden Fall nicht. So, ihr drückt einfach hier Rechtsklick, dann sollte das eigentlich weggehen. Oder ihr drückt, wenn das gar nicht weggeht, hier einfach oben. So, dann auf 3 macht er. Zack. So, dann habt ihr natürlich nur noch 2. So, ihr geht auch an Phoebe, könnt natürlich auch da machen, scheißegal. Drückt dann natürlich auf 2, drückt auf Verfeinern. So, jetzt müsste es eigentlich zu hundertprozentig der Dinosaurier sein. Wenn es nicht klappt, einfach nochmal probieren. Jetzt drückt ihr auf ausgewählte Bearbeiten und drückt dann zum Beispiel 999 Stück wollt ihr davon haben. Das geht natürlich auch von der DNA, wenn ihr ein Pack kauft und da steht 500 DNA oder 7000 DNA oder sonst was, dann sucht ihr 500, sucht es, dann geht ihr auf Bearbeiten und gibt einfach 99 Millionen, 99.000 ein und dann habt ihr das auch sofort. Also dann kriegt ihr statt die 500 oder statt die 3500 kriegt ihr dann ja, 99 Millionen. Ich zeige euch das gleich einfach am besten nochmal. So, ich gebe jetzt 999 ein, drücke auf Ja, geht einfach raus. Geh jetzt einfach immer schnell nach da, geh nach da. So, und ihr habt 999 Stück von denen. So, ganz einfach. So, dann immer, ich mache das jetzt zum Beispiel so, wenn ihr Lucky Patcher habt, ihr könnt natürlich kaufen, wie ihr wollt. Ja, komm. Dann gehe ich jetzt zum Beispiel auf das Legendäre. So, ihr seht, 2500 sucht 2500. Ups. So, drückt am besten auf neue Suche. So, jetzt hat er nur 82 gefunden. Also, das ist jetzt nicht so wichtig. Drückt natürlich hier wieder drauf. Er hat doch 99 gefunden. Ja, egal. Ihr geht das aufgewählte Bearbeiten. Drückt dann zum Beispiel, ich mache jetzt 99.999, weil ich habe ja genug. Drück auf Ja. So, jetzt müsste ich eigentlich wieder 9, ja, seht ihr, 99 Millionen. Gut, so, jetzt zeige ich euch noch eben, wie ihr einen Dinosaurier, zum Beispiel den Indominus Level 999, könnt auch sogar Level 999 Millionen machen, scheißegal. Ihr holt euch da zum Beispiel, oh, wir nehmen einfach den jetzt, ist ja egal. So, wir haben jetzt den hier. So, dann. So, dann ganz normal wieder auf Suchen. Wir suchen die 1. Zack. Gehen auf Verfeinern. Neue Suche, Entschuldigung. Natürlich findet er jetzt da über 300.000, 400.000 Sachen. Gehen jetzt auf Stufenanstieg, Stufe 2. Suchen 2. Verfeinern. So, es findet ihr nur 68 oder 75, wie auch immer. Geht auf Stufe 3. Suchen wieder 3. So, jetzt müssten eigentlich noch ein paar sein. So, ihr geht aufs ausgewählte Bearbeiten. Drücken jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt 999, nur um euch das mal zu zeigen.
Wie gesagt, wenn ihr 99 Millionen eingibt, da 99 Millionen, da kann es manchmal sein, dass es abstürzt, aber dann einfach neu starten und es sollte funktionieren. Drückt auf Ja. So, jetzt am besten einmal rausgehen. Sehen Sie, das Spiel abgestürzt. Gut, das hat jetzt zwar nicht geklappt, jetzt zeige ich es nochmal. Ist natürlich ärgerlich, wenn es halt abstürzt, aber da kannst du nichts gegen machen, das ist halt so ein kleiner Fehler. So. Natürlich, wenn ihr das Spiel wieder neu startet, dann ist das Level des Dinos weg. Das ist halt so, dagegen kann man nichts machen. Aber für eine kurze Zeit, zum Beispiel für die Gyrosphäre oder sonst wo, ihr könnt dann die Dino überall benutzen, wo ihr wollt. Und das ist ja schon. Da seht ihr Level 3. Also gut, wir können es nochmal versuchen. Mach jetzt 3. Mach eine neue Suche. Zack. Machen 4. 4. Verfeinern. So, ja, seht ihr schon ein paar noch. Dann gehen wir auf Ausgewählte bearbeiten. Machen jetzt 999. Knapp 9999. Ja. Wieder auf das Kreuz. So, ihr seht, Max-Stufe. Gehen da am besten wieder drauf. Ah, wo bin ich denn jetzt? So, ihr seht, Level 999. Hat 552.000. Und jetzt zeige ich das, ein Kampf kann man ihn auch benutzen. Wir machen jetzt zum Beispiel das. So, es ist ja Level 99.000. Ich zeige euch das auch eben schnell. Ah, wieder das Spiel abgestürzt. Ja, das passiert halt manchmal. So, das gleiche könnt ihr auch mit den Level machen. Ihr seht zum Beispiel die Anzeige, wenn ihr eine Mission habt oder sowas. Und dort steht dann halt, ja, mach dies, mach das. Und dann machst du halt das eben schnell. Dann steht dort halt die Anzahl der Erfahrungspunkte. Gebt einfach die Erfahrungspunkte oben ein, sucht 66.000 oder sowas, wie ich es jetzt hatte. Und verändert den Wert einfach um 99.999.000. Und ihr seid sofort Level 75. Das funktioniert allerdings nicht mit, das funktioniert allerdings nicht mit den normalen Missionen. Die täglichen Missionen, die werden auf jeden Fall nicht funktionieren. So, ich zeige euch das am besten jetzt einmal noch schnell und danach beende ich das Video auch schon wieder. So, hier gibt es einfach 66.715 ein. So, wir suchen es einmal schnell. Und viel solltet ihr da jetzt nicht finden. Nur 8 Stück. So, ausgewählte bearbeiten. Machen jetzt. Ich mache es jetzt nur als Beispiel, deswegen gebe ich jetzt ein bisschen weniger ein. Nicht, dass es nachher wieder abstürzt. So, dann gehe ich hier einmal raus. Gehe ja wieder rein. Und ihr seht, ich könnte jetzt 999.000 für die eine Mission bekommen. Ihr könnt natürlich auch sammelt 2,5 Millionen Münzen, könnt ihr einfach hier 2, neue Suche, 2,5 Millionen, neue Suche eben schnell. Ah, ich habe 250.000, ups. So, neue Suche. Ihr solltet halt hier nicht allzu viel finden. Ja, 18 Stück. Machen wir zum Beispiel ausgewählte bearbeiten. Ich habe jetzt, machen wir jetzt zum Beispiel mal 5.000. So, ja. So. Jetzt wird sicher immer wieder hier hingehen. Wieder nach da. So, und ihr habt 5.000. Ich könnte jetzt sofort fertig und dann, also. Wenn ich diese Tiergruben jetzt, also es klappt auf jeden Fall und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder ich euch helfen kann, natürlich biete ich auch an, dass ich euch helfe und
Ich biete auch an, dass ich euch das alles mache. Ich will dafür auch kein Geld haben. Es wäre nur nett, wenn ihr mir einen netten Kommentar schreibt, mich abonniert und ja, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, schreibt einen netten Kommentar und ich werde euch dann anschreiben oder ihr schreibt mich einfach an und dann werde ich euch helfen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bei Fragen einfach Bescheid sagen und dann ich beantworte alle in den Kommentaren. Ciao.